Fred Sandback. Fred Sandback. Fred Sandback. Oh, eine ganz große Figur des Minimalismus und der Konzeptkunst, der mit einer ganz tollen Arbeit hier in Zürich ist. Handelt sich um ein Werk, das 1985 bereits einmal im Kunsthaus gezeigt wurde. Und bei Fred Sandback geht es immer um den Kontext. Das heißt, es geht darum, wie Räume sich verändern, wenn man in ihnen etwas anbringt. Bei Fred Sandback ist dieses Anbringen immer ein ganz dünner, farbiger Nylonfaden, ne, der sich entweder horizontal, vertikal oder diagonal in den Raum hinein spannt und damit den Raum verändert, mit einer ganz einfachen, simplen Intervention. Wir haben diese 1985er Kunsthausarbeit, die damals im sogenannten Neubau, Sammlungsneubau, ja, gezeigt wurde, wo die Decken relativ niedrig sind. Wir haben das adaptiert auf das Kaltfoyer des Schiffbaus. Das sind 10 Meter hohe Räume. Und wenn man da reinkommt, wird man dieses Entree komplett neu erleben. Das ist eine fantastische Arbeit, ganz hochpoetisch, hochfein, sensibel, aber mit einer unglaublichen Power.